Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weihnachten ist seit ein paar Wochen um und ich hoffe, ihr habt euch reich beschenken lassen oder die Zeit irgendwie anders sinnvoll und schön genutzt. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit einem neuen Laber-Video. Viel Spaß! Ja, ich habe zu Weihnachten ein Buch bekommen und bevor jetzt wieder alle meckern, ein Buch, wer liest denn heutzutage noch Bücher, Alter? Es ist wirklich ein witziges Buch und so sieht es aus, es heißt Die witzigsten Schüler antworten und es ist wirklich, wirklich witzig. Ja, wie der Titel schon sagt, stehen da die witzigsten Schüler antworten drin. Das kam so, die beiden Autorinnen, Lena Greiner und Carola Pattberg-Kruse, sind irgendwie so Autorinnen von Spiegel Online. Und die haben mal irgendwann in einer Spiegel Online-Ausgabe irgendwie dazu aufgerufen, dass Lehrer ihre witzigsten Schülerantworten da einschicken. Also das, was sie halt schon so in Tests, Ausfragen und so weiter mal erlebt haben. Und daraus ist dieses Buch geworden mit ca. 200 Seiten und es ist wirklich witzig. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch in diesem Video mal die witzigsten Schülerantworten aus diesem Buch, also nochmal quasi eine Auswahl, ein Best-of quasi vorstellen. Das sind irgendwie dann nur 10 jetzt bei mir. Und bevor jetzt wieder Leute kommen, die sagen, Produktplatzierung, das ist ganz bestimmt keine Produktplatzierung, da könnt ihr euch 100% sicher sein, weil ist halt so, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, ne? Oder würde ich sagen, geht jetzt los. Das ganze Buch ist in mehrere Kategorien gegliedert, unter anderem halt Sprachen, das wäre halt Englisch, Französisch und Latein oder irgendwie zum Beispiel Geschichte und die beiden Kategorien habe ich mir jetzt eben rausgesucht und die besten euch vortragen und fangen wir einfach mal an mit Sprachen. Los geht es mit einer Übersetzungsaufgabe von Englisch to broadcast, ja, YouTube, broadcast yourself. Die Antwort des Schülers, der dieses Wort to broadcast übersetzen sollte, broadcasten. Klar, warum nicht? Kommentar des Lehrers daraufhin war dann, ich broadcaste, du broadcastest, er sie es broadcastet oder wie oder was? Hä? Weiter geht es mit einer Übersetzungsaufgabe, wo der Schüler den Satz The sun rises in the east ins Deutsche übersetzen sollte und natürlich heißt er eigentlich die Sonne geht im Osten auf, aber der Schüler hat halt stattdessen hingeschrieben der Sohn isst Reis im Osten. Klar, so wegen Sun und Rises und Reis. Weiter geht es mit der Aufgabenstellung Explain the English word earthquake. Ja, der Satz des Schülers lautete dann An earthquake is a little green animal that lives in earth and makes quake. Oh mein Gott! Also das ist schon wirklich eins von den lustigsten. Eine weitere Aufgabe in einem Englischtest war Frage sie, ob sie Kopfweh hat. Antwort des Schülers Do you have brainstorming? Kategorie 2 Geschichte! Die Frage lautet, wie fing der Erste Weltkrieg an und dabei gab es wirklich viele, viele verschiedene Antworten. Antwort 1. Ein Österreicher tötete Sarajevos Tochter. Antwort 2. Hitler ließ Sarajevos Tochter töten. Antwort 3. Sarah Nevo, die Tochter des österreichischen Kaisers, wurde ermordet. Und irgendwo hat auch ein Schüler nochmal im Geschichtstest geschrieben, der Reichskanzler Adolf Hindenburg ernannte Paul Hitler zum neuen Reichskanzler. Paul Hitler und Adolf Hindenburg. Reichskanzler. Nenne zwei Mitglieder des Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Antwort Sophie und Mehmet Scholl. Jo, das war's auch schon wieder mit dem Video. Meine Endcard ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich habe keinen Plan, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall seid jetzt ihr mal wieder gefragt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche von diesen Schülerantworten ihr am witzigsten fandet. Ich lese mir natürlich gerne durch und hoffe, wir können unseren Humor miteinander teilen. Und da würde ich sagen, würde ich mich auch über eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.